Die Fußballfans unter Ihnen, die wissen, dass ein Torwart mehr können muss, als den Ball einfach nur fangen. Nächste Woche steht ja für die deutsche Mannschaft in Basel das erste Halbfinale der Fußball-EM an. Und wenn es ganz eng wird, läuft es auf ein Elfmeterschießen hinaus und dann zeigt sich, wer es drauf hat. Sprungkraft, Schnelligkeit, Konzentration und eine gewisse Erfahrung entscheiden in Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Ganz schön viel. Unser aller Titan war der Beste, aber jetzt ist die Wissenschaft schon dabei, einen zweiten Oli Kahn aufzubauen. Oliver Kahn, der letzte Titan. Kein anderer Torwart verteidigte in den vergangenen 20 Jahren eindrucksvoller den Raum zwischen den Pfosten mit sagenhaften Reflexen und unbändigem Siegeswillen. Und jetzt verlässt der Superkeeper das Spielfeld. Für immer. Höchste Zeit, neue Kahns heranzuzüchten, wie hier auf dem Trainingsgelände der Stuttgarter Kickers. Hier geht der Nachwuchs nicht durchs Schultor, sondern in die Torschule. Unter seiner Leitung Torwarttrainer Dennis Rudel. Und der weiß genau, auf was es ankommt. Sprungkraft, Schnellkraft, Fangsicherheit, Konzentrationsfähigkeit und die gewisse Erfahrung über die Jahre hinweg, einfach gewisse Spielsituationen zu erahnen und ein Spiel lesen zu können. Völlig falsch, sagt dieser Mann. Ein guter Torwart braucht reaktionsschnelle Kameras, eine gut programmierte Steuerung, einen dynamischen Antrieb und eine stabile Führungsschiene. Wie bitte? Matthias Mauermeier und sein Team vom Institut für Automatisierungs- und Softwaretechnik der Uni Stuttgart haben gerade den ultimativen Kahn-Nachfolger erschaffen. Golias, der erste automatisierte Torwartroboter, der ein Tor mit Bundesliga-Maßen hüten kann. Wie bei jedem Automatisierungssystem muss Golias erst einmal seine Umgebung, in diesem Fall den Ball, erfassen. Und diese Daten gehen dann an die zentrale Steuerung, einen Mikrocontroller, der vorausberechnet, wo denn der Ball landen wird. Golias hechtet nicht in die Ecken, er fährt. Sein Motor bringt es auf 60 Stundenkilometer. Sein Gehirn ist dieser Schaltschrank. Hier laufen die Daten zusammen und versetzen den Roboter in Spannung. Aber wie kann Golias sehen? Mit 3 Hochfrequenzkameras. Sie nehmen den Ball ins Visier. Da sich ihre Sichtfelder überschneiden, können sie den Verlauf der Flugbahn erfassen und über die Steuerung an Golias melden. Golias ist nahezu unschlagbar. Wo man auch hinschießt, er ist schon da. Seine Reaktionszeit beträgt gerade mal 400 Millisekunden. Seine Haltequote liegt bei über 9. Das wirft eine Frage auf. Ist der Mensch im Tor zu ersetzen? Ja, der Sport lebt von Emotionen, das Fußballspiel lebt von Emotionen. Und der Torwart ist dabei mit Leidenschaft, muss sein Spiel darauf abstimmen, wie er gewisse Situationen erkennt. Ja, er muss auf viele Dinge reagieren, wie abgefälschte Schüsse, verdeckte Schüsse, die wohl in einem Spiel fast immer vorkommen, weil er einfach keine freie Sicht hat. Und er muss da einfach instinktiv handeln. Im Spiel kann nämlich alles passieren, jederzeit. Und das muss ein Torwart trainieren. Ich bin David Jelde, Torhüter der Stuttgarter Kickers, 26 Jahre alt. Und was ich an diesem Job liebe, ist eine permanente Konzentration, die man aufbringen muss. Und jeder Fehler kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Obwohl dem Torwart im Spiel keine Zeit zum Denken bleibt, hilft ihm neben seinen motorischen Reflexen doch das Gehirn. Mit Intuition. Im Gehirn ist der Erfahrungsschatz unzähliger Spiele und Trainingseinheiten verborgen. Ein gigantischer Speicher an Tricks, Finten und Schusssituationen, den der Mensch abrufen kann. Der Roboter nicht. Golias kann nämlich doch überlistet werden. Für Golias wird es immer dann schwierig, wenn die Flugbahn schlecht vorhersagbar ist. Das ist zum Beispiel bei Schüssen mit Rall der Fall. Da macht der Ball eine gekrümmte Flugbahn und Golias kann physikalisch nicht genau bestimmen, wo der Ball landen wird. Also richtig fies anschneiden und dem Maschinenkeeper helfen weder Schnelligkeit noch kühle Berechnung. Golias fehlt halt Spielpraxis und Erfahrung. Wir werden den Golias in Zukunft optimieren. Wir gehen davon aus, dass in der nächsten Generation wir auch den Computer erweitern werden, dass Golias lernfähig wird. Zurzeit hält Golias nur 11-Meter-Schüsse. Andere Positionen sind derzeit nicht möglich. Genau da liegt der Ball im Netz begraben. Golias Augen sind starr, sie können keinen komplexen Spielablauf verfolgen. Im Duell David gegen Golias gewinnt der vermeintlich Schwächere, David Jeldel. Er ist ein Torwart fürs bewegte Spiel, aus Fleisch und Blut. Na klar lässt er auch mal einen rein, zum Glück. Nano Kick findet nämlich, Fußball ohne Tore wäre einfach langweilig. Fast so langweilig wie ein Interview mit Golias.